Hallo Astro-Rebellen, wir haben zurzeit fünf rücklaufende Himmelskörper. Das heißt, von der Erde aus gesehen sehen diese Himmelskörper so aus, als würden sie sich nach hinten bewegen und irgendwann bewegen sich wieder nach vorne. Also sie gehen dann wieder direkt und nicht mehr rückwärts. So muss man das verstehen astronomisch. Und astrologisch heißt es, bestimmte Prozesse, bestimmte Entscheidungen, die getroffen werden sollen, brauchen mehr Zeit. Ja? Bestimmte Abläufe ziehen sich in die Länge. Oder bestimmte Situationen sind nicht ganz so klar in der Umsetzung. Und erst wenn diese Konstellation aufgelöst wird, dann werden sich diese Prozesse oder Abläufe beschleunigen und die Entscheidungen, die in der Planung sind, werden getroffen, Maßnahmen werden eingesetzt oder durchgeführt. Wir haben Saturn rückläufig in Wassermann, wir haben Jupiter rückläufig, wir haben Neptun rückläufig, Chiron ist rückläufig in Widder und Pluto ist rückläufig in Steinbock. Noch dazu kommt am 20. August Uranus, auch rückläufig. Das heißt, am Ende August haben wir sechs Himmelskörper, die rückläufig sind. Das ist eine große Sache. Und die meisten Himmelskörper sind seit Frühling rückläufig, unter anderem Saturn. Und Saturn haben wir im Zeichen der gesellschaftlichen Entwicklungen, des gesellschaftlichen Lebens. Das ist Wassermann. Wir wissen, und das ist Allgemeinwissen in der Astrologie, dass Saturn die größten Herausforderungen mit sich bringt. Da, wo Saturn gerade läuft, da sind Hindernisse vorhanden. Da hat man etwas zu leisten. Da hat man viele Situationen, die schwer sind. Weil es geht darum, dass man die harten Lektionen lernt, die man zu lernen hat. Individuell, aber auch kollektiv. Und wir haben Saturn bis März 2023 im Sternzeichen Wassermann. Wassermann betrifft auch unter anderem die individuellen Rechte, die individuellen Freiheiten, die Fähigkeit, eigenständig zu sein im Verhältnis zur Gruppe, zur Gesellschaft. Diese Eigenständigkeit. Und Jupiter ist die Suche nach der Wahrheit. Wo ist die Wahrheit? Wo ist der Sinn? Das ist Jupiter, die Sinnfindung, die Wahrheitsfindung. Und hier muss man eigenständig die Wahrheit finden. Nicht von den Medien, nicht von der Obrigkeit, nicht von irgendwelchen Autoritätsfiguren oder Experten, sondern man muss auch als Individuum in der Lage sein, selbst zu denken. Das ist wichtig, wenn Jupiter im Wassermann ist. Und Jupiter ist im Wassermann bis Januar 2022. Bis dahin hat man einen freien Raum, hier und da bestimmte Veränderungen individuell und kollektiv zu machen, die hoffnungsvoll sind. Im Kontrast zu diesen Maßnahmen, welche die Obrigkeit durchführen möchte, die gegen unsere Freiheiten sind. Also da hat man ein bisschen Hoffnung, solange Jupiter im Wassermann ist. Aber Jupiter geht im Januar 2022 raus aus Wassermann und dann bleibt Saturn alleine in Wassermann. Die Einschränkung.
Und im Oktober, wenn diese Konstellation von rückläufenden Planeten sich auflöst, dann geht es los hier in Deutschland. Ja, also diese Maßnahmen, die geplant wurden, diese Einschränkungen, die werden dann umgesetzt ab Oktober. Davon kann man ausgehen als Astrologe. Natürlich muss man hier auch die eigenen Konstellationen berücksichtigen, weil jeder Mensch hat ein eigenes Horoskop. Und je nachdem, wo Saturn ist, je nachdem, wo Uranus ist, etc., im Verhältnis zu deinem eigenen Sternen, dann kann es sein, dass du mehrere Chancen hast oder weniger Chancen, hier über Wasser zu bleiben. Aber wir haben ab Oktober wirklich dann eine neue Konstellation, die dazu bringen wird, dass viele Abläufe sich beschleunigen. Und dann geht es richtig los, ja. Diejenigen, die mich bei Instagram folgen, die wissen schon, was ich meine. Das habe ich seit mehreren Wochen schon veröffentlicht. Und ja, das ist einfach so, dass zwischen Oktober und Januar, da kann vieles passieren. Zwischen Herbst und Winter. Viele Kunden fragen: Emanuel, wie schaut es aus in der Zukunft? Hier im Land, hier in Deutschland, ja. Gibt es hier Gründe für Hoffnung? Ja und nein. Es kommt darauf an, ob wir eine kritische Masse von Menschen erreichen, die ihren freien Wille ausüben oder nicht. Weil die Fähigkeit, einen freien Wille zu haben und auszuüben, das haben wir Menschen, das haben Tiere nicht, weil wir Zugang zur geistigen Dimension und damit auch zu höheren Bewusstseinsebenen haben. Zumindest die meisten von uns. Und das ist, was uns vom Tierreich trennt. Diesen Zugang, ja. Sonst hätten wir keine Zivilisation, ja. Sonst hätten wir keine Wissenschaft. Sonst hätten wir keine Kunst. Denn in dieser Dimension ist Kreativität, Genialität, Gedanken, Gefühle, das alles ist unsichtbar, aber wir können aus dieser unsichtbaren Dimension des Geistes etwas Sichtbares schaffen. Das ist offensichtlich der Fall. Und da gehört auch die Fähigkeit, Nein zu sagen. Dort ist unser freier Wille. Von dort kommt es, von dieser Dimension des Geistes. Und je mehr Menschen das wissen und je mehr Menschen in der Lage sind, selbst Autorität zu übernehmen über ihr eigenes Schicksal, dann müssen sie nicht vom kollektiven Schicksal abhängig sein, weil das menschliche Leben pendelt zwischen Schicksal und Selbstbestimmung bzw. freien Wille. Und je mehr freier Wille man hat, desto weniger ist man abhängig vom Schicksal und man bestimmt dann sein Schicksal oder man wählt die Inhalte seines Schicksals aus, den man haben will, und die andere lässt man hinter sich. Das ist der Unterschied zwischen Wissen und Nichtwissen. Deswegen vergleiche ich Astrologie zum Wetterbericht. Wenn man weiß, morgen regnet es, dann kann man den Regenschirm mitnehmen und nicht nass werden, wenn der Sturm kommt. Aber wenn man nicht weiß, dass es ein Sturm kommt, dann ist man nicht vorbereitet. Das heißt, man wird nass. Das ist der Unterschied zwischen Wissen und Nichtwissen. Und was soll man wissen? Ja, welche Konstellationen auf einem zukommen in der Zukunft, sodass man genügend Zeit hat, sich zu vorbereiten. Und deswegen soll jeder, wenn man das kann, seine eigenen Konstellationen in der Zukunft interpretieren. Wenn nicht, dann sind wir Astrologe da. Ich bin auch da als Astrologe für euch. Ja, weil ich habe die Expertise
um diese kommenden Konstellationen auf der individuellen Basis zu analysieren, zu interpretieren, sodass ihr wisst, welche Einflüsse für jeden von euch vorhanden sind in der Zukunft. Und das ist sehr wichtig. Das kann einen riesigen Unterschied machen. Wir haben Uranus im Zeichen des Geldes. Wir haben Uranus im Zeichen des Vermögens. Das ist ein wichtiges Thema für viele Menschen. Und Uranus ist seit vielen Monaten, seit ein paar Jahren schon im Stier. Das betrifft das Thema Geld. Das heißt, dieser finanzielle Crash dürfte bald vorkommen. Weil Uranus ist im Zeichen des Geldes. Wassermann ist im Zeichen von Uranus, in Wassermann. Weil Wassermann wird von Uranus beherrscht in der Astrologie. Und das heißt, Saturn macht alles langsamer. Aber irgendwann kommt dieser finanzielle Crash. Und dann ist man nicht vorbereitet dafür. Es gibt Menschen, die haben gute Konstellationen im Horoskop. Es gibt Menschen, die haben schlechtere Konstellationen in Bezug auf kollektives Karma. Ja? Und wenn man das nicht weiß, dass man bestimmte Konstellationen haben, die vielleicht auch negativ sind, das ist gefährlich. Also wenn man keine Ahnung davon hat, dann kommt der Sturm und man ist nicht vorbereitet. Ich kann euch sagen, schau mal, du solltest darauf achten, du solltest dies und jenes tun oder du solltest das nicht tun oder was auch immer. Das ist ja meine Aufgabe als Astrologe, euch Hinweise zu geben. Natürlich, jeder muss seine eigenen Entscheidungen treffen, weil jeder trägt seine eigene Verantwortung für seine eigene Freiheit, für sein eigenes Schicksal. Das ist ja klar, vor allem wenn wir jetzt Saturn im Wassermann haben, weil Wassermann ist die Eigenständigkeit, Saturn die Verantwortung. Also, um das geht es, Astro-Rebellen. Ich bin gespannt, was jetzt ab Oktober kommt. Wir wissen schon ungefähr, wie das sein wird. Aber wie gesagt, astrologisch gesehen, Oktober ist wichtig, weil dann haben wir zumindest die Hälfte von diesen Planeten, die rückläufig sind, nicht mehr rückläufig. Das heißt, alles geht dann ganz, ganz schnell voran. Und wir werden sehen, ja, wir werden sehen, wie sich das Ganze letztendlich entwickelt. Aber wie gesagt, der freie Wille, ja, der freie Wille ist hier das Wichtigste, worauf man sich konzentrieren sollte. Man soll nicht denken, dass alles von alleine sich regeln lässt, dass alles wieder gut wird, einfach so. Es gibt einen Plan und dieser Plan wird umgesetzt. Es ist kein Zufall, was gerade geschieht. Und das soll man wissen. Ja, das soll man wissen, Astro-Rebellen. So, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr diese Fragen bei den Kommentaren äußern, liebe Astro-Rebellen. An dieser Stelle wünsche ich euch eine schöne Zeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.